Hallo mein lieber Steinbock und schön, dass du da bist heute zur Junilegung 2022. Ich lege wie immer auf Liebe, Partnerschaft, Begegnungen, was sich bei dir im Juni zeigen möchte, zeigen wird. Und zwar starte ich mit den Krafttier-Orakelkarten, um einen gewissen Überblick, um eine Hauptkarte hier für den Juni für dich zu ziehen. Sagte ich vorher Juli? Der Juni natürlich. So, bitte für meinen lieben Steinbock. Oh ja, da fliegt schon eine. Mein lieber Steinbock, es geht wieder an die Arbeit. Zeit, um zusammenzuarbeiten. Ja, die Ameisen. Im Juni geht's bei dir, ich nehme ja stark wahr, zusammenzuarbeiten, ob beruflich, aber auch in Partnerschaften, in Freundschaften, Familie, einfach zusammen zu helfen. Ja, mir kommt hier sehr stark rein, das Zusammenhelfen, das freiwillige Zusammenhelfen, weil es gemeinsam einfach leichter ist. Ja, das kommt mir so rein, als sich alleine hier abzustrampeln, alleine hier abzuackern. Ist es gemeinsam hier einfach leichter. Auch in der Partnerschaft natürlich gemeinsame Schritte hier zu gehen. Und hier kommt auch ein Angebot auf dich zu, ein sehr stabiles, ein sehr nettes Angebot, eine, vielleicht auch eine Wertschätzung an dich. Sehr viele Karten. Sehr viel Wertschätzung kommt mir hier rein, kommt auf dich zu. Sehr viel Wertschätzung, sehr viel Anerkennung, auch für deine geleistete Arbeit, ja? Auch für deine geleistete Arbeit, die du bisher geleistet hast im ganzen Prozess, im vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten. Und jetzt möchten andere einfach mit dir zusammenarbeiten. Ja, hier machen sich Menschen auch auf den Weg zu dir. Sie wissen zwar nicht genau, was sie erwartet, aber sie machen sich auf den Weg zu dir in diese unbekannten Gewässer. Mir kommen hier mehrere Personen rein. Ich schaue dann gleich auf die Liebe, aber es ist sehr stark ein Arbeitsthema. Moment, wir klären es dann noch genauer. So, die achte Kirche. Ja, diese Menschen möchten hier alle zu dir. Du hast hier etwas gemacht, hast hier etwas vorbereitet. Vielleicht bist du einfach vorangegangen in einem gewissen Thema, in einer gewissen Sachlage, ja, in einer gewissen neuen Arbeit bist du hier vorwärts gegangen und die anderen möchten jetzt mit dir zusammenarbeiten, möchten jetzt mit dir gehen, weil sie einfach erkennen, das ist der richtige Weg, wie Steinbock das gemacht hat. Und hier der König der Schwerter. Ist zwar nicht deine ursprüngliche Karte, aber ich nehme sie hier stark auf deine Karte, auf dein Sternzeichen hier wahr, weil ihr auch die Sechs der Schwerter sind. Oder anderen fällt auch auf, dass du in eine andere Richtung gegangen bist und sie möchten dir hier folgen. Ja, du stehst hier eigentlich ziemlich sicher mit der Weltkugel in der Hand, auch mit der Katze, verbunden mit Erde, aber auch verbunden mit deinem Temperament, mit deiner Leidenschaft. Du hast diesen Weg mit Leidenschaft bestritten und kannst jetzt hier frohen Gemüts hier zurückblicken auf deine geleistete Arbeit und die anderen kommen jetzt zu dir, wie die Ameisen. Und möchten dir hier wirklich folgen, dich unterstützen, mit dir hier gemeinsam an etwas arbeiten. Falls du eine Familie hast, einen Partner, möchten diese jetzt auch nachziehen mit dir, weil sie jetzt erkennen, ja, Steinbock hat das richtig gemacht. Genau so möchten wir das auch. Und hier zeigen sich die 10 der Münzen, was einfach hier anzeigt, ganz klar, dass Wohlstand in dein Leben fließt, dass Verbindungen auch gesellschaftliche, ich sagte am Anfang schon, du wirst sehr viel Ansehen
bekommen, erhalten im Juni für deine geleistete Arbeit. Das sieht man hier einfach, dass du gesellschaftlich dann einfach ganz anders wahrgenommen wirst und deine Arbeit hier auch nach außen tritt. Ja, ich schaue mit dem zweiten Tarot noch spezifisch. Ja, für die Liebe. Moment. Ja, hier die drei der Kelche. Nochmal Menschen, ja. Menschenmassen. Sie erkennen jetzt, was du hier geleistet hast, getan hast. Ich nehme hier sehr viel Freude wahr. Angebote für Singles hier natürlich, wenn es sich gar nicht um die Arbeit dreht, erkennen andere deinen Wert. Ja, also hier kann natürlich sein, Menschen, die mit dir zusammenarbeiten möchten, aber auch Menschen, die mit dir Spaß haben möchten, Freude haben möchten, die einfach gern mit dir beisammen sind, weil sie deinen Wert hier erkennen. Und das kann natürlich auch hier drunter ein Gegenüber sich tummeln. Ja, vielleicht lernst du hier jemanden kennen. Es machen sich hier aber mehrere in deine Richtung. Mehrere erkennen, was du hier gemacht hast und erkennen deinen Wert. Oh ja, hier zeigt sich eine Königin der Kelche, die sich hier auf den Weg macht. Ja, womöglich triffst du hier gewisse Menschen in einem gesellschaftlichen Umfeld, einer Feierlichkeit, bei einer Party, kann auch Freunde, Familie sein, wo du hier auf jemanden begegnest und diese Person möchte diesen Weg mit dir gehen. Schauen wir weiter, aber vorerst recht vorsichtig, ja, recht vorsichtig und mal beobachtend, ob das hier das Richtige ist. Und ich nehme hier so wahr, dass sich diese Person nicht wohlfühlt in ihrem Umfeld und hier definitiv ihrem Gefühl hier folgen wird, und zwar in deine Richtung. Denn ihre momentane oder seine momentane Lebenssituation macht hier keinen Spaß und man möchte hier mit dir hier ein faires Geben und Nehmen hier erreichen, aufbauen, so wie du es magst, so fühlt es sich einfach richtig und stimmig an. Und du weißt nichts davon. Du weißt nichts von dieser Person, weil sich diese Person eher, falls du sie schon kennst, zurückhaltend benimmt, ja. Und du hier vielleicht fragst du dich, was ist mit dieser Person? Aber du weißt nichts Konkretes. Aber diese Person macht sich schon ganz langsam in deine Richtung auf. Und zwar sehr unbeständige Wege werden hier auch in Kauf genommen, was hier sehr stark für eine Liebe hier spricht. Ja, dass dieser Person es sehr gefällt, wie du dein Leben lebst, wie du dein Leben hier handhabst. Und du blickst hier einfach auf die Vergangenheit zurück, auf deinen gesamten Herzschmerz. Das kläre ich nochmal genauer. Ja, es ist hier einfach, dass vielleicht erhaltest du hier eine gewisse Eingebung über deinen vergangenen Herzschmerz. Du blickst hier einfach zurück auf die Vergangenheit. Und in der Zwischenzeit macht sich aber schon eine andere Person auf den Weg zu dir. Wie gesagt, sehr vorsichtig, aber durchaus schon ganz klar in deine Richtung. Und zwar was Stabiles, was Festes hier. Ich möchte hier noch eine Karte als Klärung. Ja, du bist hier vollkommen in deiner Kraft und blickst hier einfach noch einmal zurück. Mir kommt hier rein, du blickst ein letztes Mal hier zurück auf dein Verhalten, das Verhalten der anderen, auf gewissen Herzschmerz, aber in voller Ausgeglichenheit, in voller Kraft und danach gehst du dann weiter. Ja, du möchtest hier nochmal ganz klar alles
anschauen, alles für dich abwägen hier und nochmal alles Revue passieren lassen. Und danach geht es für dich in voller Kraft weiter. Ja, du beobachtest hier gewisse Verluste, gewisse Enttäuschungen in der Vergangenheit. Ja, da schaust du dir hier nochmal an, ein allerletztes Mal, und dann drehst du dich um zu den zwei Kelchen und dann ist hier alles vorbereitet, alles ist dann hier. Ich nehme hier ganz stark wahr, dass sich jemand in deine Richtung bewegt. Wie gesagt, bei manchen beruflich, dass jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, bei manchen partnerschaftlich, bei manchen auch beides. Können auch Freunde sein, die jetzt auch deinen Weg einschlagen und mit dir ziehen möchten. Schenkt euch kostbare Zeit. Mit unseren Partnern in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander zu reden. Ja, mir kommt hier rein, hier gibt es eine Festlichkeit etwas. Schenkt euch hier kostbare Zeit. Vielleicht achte hier ganz speziell, wer widmet dir denn seine Zeit, wenn es hier ein Fest gibt, ein bestimmtes Zusammenkommen. Wer widmet dir seine Zeit, seine kostbare Zeit? Ein Herzkärtchen noch. Ja, wunderbar, alles wird gut. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die wahre Liebe. Ja, du wirst hier sehen, dass hier wirklich alles gut wird. Ich kann es hier sehen. Achte hier ganz gut drauf, wer sich hier in deinem Umfeld, wer dir hier wirklich seine Zeit hier schenkt, wer hier Zeit mit dir verbringen möchte. Und dann wird es hier Schritt für Schritt eingeleitet werden. Ja, du wirst hier komplett abschließen, auch mit einer vergangenen Situation, die dich nicht erfüllt hat, die für dich vielleicht enttäuschend war. Du wirst hier in deine Kraft gehen, wirst noch einmal zurückblicken und danach hier abschließen. Das war's für den Juni. Ein sehr schöner Aufbau hier doch zu sehen, sich auf den Weg zu machen. Ja, gehört natürlich auch dazu. Abonniert natürlich unbedingt meine Kanäle, falls ihr das noch nicht getan habt, um noch mehr Seelenpartner-Videos oder auch Monats- und Jahreslegungen zu sehen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, tschüss!